heute möchte ich euch mal die Foxy ein bisschen näher vorstellen. Die wohnt mittlerweile seit 7,5 Monaten bei mir und es ist noch kein Video zu ihr hochgekommen. Ja, und da ich ja den Rubinio vorgestellt habe und mich vorgestellt habe, habe ich jetzt hier einen Zettel dabei mit Fragen. Einmal ohne Zettel. Möchte ich natürlich auch Foxy vorstellen. Ich gucke ja mal so ein bisschen darüber, weil sie gerade auf meinem Bett liegt. Ich sitze hier vor meinem rosa Vorhängen und ja. Ich fange einfach mal direkt an. Und zwar mit ihrem Namen. Foxy, habt ihr ja öfter schon gehört. Viele kennen sie ja vielleicht auch von Instagram schon, aber ihr Name ist Foxy. Sie ist 2010 geboren. Was genau, das weiß ich leider nicht, weil ich sie eben übernommen habe und die Vorbesitzer auch nicht sicher sagen konnten, wann sie geboren wurde, weil auch die Vorbesitzer sie übernommen haben. Ja, auf jeden Fall ist sie ja mittlerweile, ich würde sagen, 7 Jahre alt. Ich habe einfach beschlossen, sie altert auch wie die Pferde am 1.1. Das ist einfach, kann man sich gut merken. Ja, sie ist ein Malinois Husky Mix, daher kommen auch die großen Ohren und diese abfallende Hüfte, die sie leider auch hat vom Schäferhund. Aber ich hoffe natürlich, dass sie nicht davon beeinträchtigt wird so schnell, weil es natürlich, also dadurch, dass sie ein Mix ist und eben auch ein belgischer Schäferhund und kein deutscher Schäferhund, geht die Hüfte nicht ganz so steil ab, sondern nur so ein bisschen. Und ich hoffe natürlich, dass es ihr nicht so früh im Leben Probleme bereiten wird. Ja. Was habe ich mir noch so aufgeschrieben? Ja, was macht Foxy, wenn ich am Stall bin? Ganz einfach, sie kommt mit. Das habe ich auch vom ersten Tag an gemacht. Ich hatte sie erst noch an alleine. Dann hatte ich sie irgendwann mal auf dem Reitplatz abgemacht. Ja, sie bleibt auf jeden Fall immer bei mir. Und mittlerweile ist es eben so, dass sie freiläuft am Stall. Ich habe da so ein Deckchen, so eine Liegedecke für sie, die lege ich auf den Boden. Da legt der Hund sich drauf und dann kommt manchmal im Winter auch noch eine Decke um den Hund rum, damit Foxy nicht friert. Aber ansonsten bleibt sie eben auf der Decke liegen, guckt mir beim Putzen zu, möchte aber immer dabei sein. Also wenn ich jetzt in die Sattelkammer gehe, läuft mir Foxy hinterher. Wenn ich kurz rüber gehe, um den Besen zu holen, läuft Foxy mir hinterher. Ja, also die weicht mir kaum von der Seite und wenn dann nur sehr ungern. Aber ich finde das eigentlich ganz süß und so muss ich mir auch keine Sorgen machen, dass sie einfach weg ist oder ich muss ständig auf sie aufpassen, weil meistens steht sie direkt hinter mir, wenn ich sie suche. Ja, wenn ich reite, haben wir bei uns direkt am Stall vor der Halle, also wir haben, unsere Halle sieht so aus, dass man in die Halle reinkommt und dann aber noch so ein Bereich zwischen Bande und Tür ist sozusagen, so ein Vorraum. Und im Vorraum haben wir extra einen Hundeanbinder, das ist eben ja, so ein kleiner Anbindering. Da ist so eine Anbindekette dran und die bleibt da auch immer und ja, da lege ich wieder die Decke hin. Dann kann Foxy sich da hinsetzen, das kennst du mittlerweile auch schon. Dann binde ich sie da fest und dann reite ich. Dort wartet sie auch ganz brav die ganze Stunde über. Ja, das Problem ist, wenn ich sie frei laufen lassen würde, also sie würde nicht weglaufen, also sie würde nicht aus der Halle rauslaufen, aber sie würde versuchen, über die Bande zu springen. Und würde immer die Bande hoch und runter laufen, also hinter der Bande im Vorraum. Der Vorraum geht eben auch über die ganzen 60 Meter und hier würde sie immer fleißig mitlaufen. Und das stört die anderen Pferde. Rubinio ist ja da total cool, aber ich habe die Halle ja nicht immer für mich alleine, ne? Ja, ich sitze auch gar nicht in der Mitte. Was einem alles so einfällt im Video. ja, auf jeden Fall binde ich sie dann dort an. Wenn ich auf dem Platz reite, habe ich meistens dann eine Leine dabei oder einen Strick, dass ich den Strick oder die Leine um so einen Baum wickeln kann, dass sie sich dann dorthin setzt. Ja, irgendwie finde ich da oder habe ich bis jetzt da immer eine Lösung gefunden und in dieser kurzen Zeit gab es auch überhaupt gar keine Probleme und ich glaube auch, das wird einfach so weiterlaufen. Also Foxy ist so unkompliziert am Stall, das ist total super. Was total witzig ist, ist, wenn nachmittags die Reitschulkinder da sind und sich so einen Kreis stellen, noch ein bisschen quatschen, was man halt so macht vor der Reitstunde. Stängelt Foxy sich da durch, in die Mitte und guckt jeden einmal an. So, kraulst du mich? Kraulst du mich? Oh, kraulst du mich? Ah ja, super, du kraulst mich. Lehnt sich dann bei irgendwem an, der sie gerade kraut und ist total glücklich. Also sie ist so freundlich, das ist echt cool. Es macht einfach Spaß, sie mitzunehmen, weil sie so unkompliziert ist. Ich muss irgendwie nicht aufpassen, dass sie Pferde beißt, jagt, Kinder beißt, andere Hunde. Den Hofhund hat sie auch irgendwie nicht angemacht, obwohl der sie echt angemacht hat. Es ist echt super. Also es ist total unkompliziert. Auf Ausritte kommt sie mit. Das klappt auch meistens ganz gut. Die letzten Male ist ein bisschen weit vorgerannt. Da müssen wir einfach jetzt, wenn es früher wird, nochmal ein bisschen üben. Ja. Aber ansonsten kommt sie halt natürlich immer mit, ne?
Sie kommt auch mit, wenn ich ins Restaurant gehe oder wenn wir einen Kaffee trinken gehen. Da legt sie sich einfach auch unter den Tisch und ist ja die ganze Stunde oder die ganzen 2 Stunden einfach am Schlafen. Also wirklich, das ist so ein unkomplizierter Hund, das hätte ich nie gedacht. Und ja, ich hatte mir auch noch aufgeschrieben, wie sich, oder diese Frage, wie hat sich mein Leben durch den Hund verändert? Und ja, da kann ich nur sagen, klar, es hat sich verändert, weil ich jetzt eben morgens früh aufstehen muss, um mit der Gassi zu gehen, weil ich gucken muss oder gucken musste, dass jemand mittags mit ihr rausgeht, weil ich halt mal am Arbeiten bin. Das macht zum Glück mein Vater. Und dass ich sie dann natürlich abends dann mit in den Stall nehme oder wenn ich nicht in den Stall gehe, nochmal Gassi gehe. Und ich glaube, am meisten mussten sich meine Freunde auch an den Hund gewöhnen, weil ich sie natürlich auch immer dabei habe, wenn ich Freunde besuche. Ja, also sie ist einfach immer dabei und das ist aber auch gar nicht schlimm für mich. Ich freue mich da eher drüber, weil da ist man nicht immer so ganz alleine. Ja, und es hat sich gar nicht so viel verändert. Also klar, als ich nach Island geflogen bin, musste ich meine Mama fragen, ob sie den Hund versorgt. Nach St. Peter ist sie ja im Sommer mitgekommen. Und so oft fliege ich ja auch nicht. Also ich bin, glaube ich, jetzt nach 6 Jahren das erste Mal wieder eine Woche weggeflogen. Und sonst würde ich höchstens an die Nordsee fahren, da kann sie auf jeden Fall mit. Und ja. Und ansonsten ist sie aber auch total unkompliziert. Also in St. Peter, da hatte ich sie ja gerade erst 1 oder 2 Monate. Aber sie war trotzdem lieb, sie hat gefressen, geschlafen. Es war alles total normal und total in Ordnung. Und deswegen kann ich gar nicht sagen, dass ich mich irgendwie einschränken muss für sie. Es ist eher eine Bereicherung. Also es ist total schön, nach Hause zu kommen und da freut sich jemand und ja, total schön. Ja, ich muss so nochmal kurz spicken. als nächstes habe ich mir aufgeschrieben, dass ich euch unbedingt sagen möchte, wo Foxy am liebsten liegt und das ist eindeutig mein Bett. Ja, also wenn wir zu Hause sind, liegt sie am allerliebsten in meinem Bett. Wenn ich mit drin liege, dann beschränkt sie sich so auf die Hälfte des Bettes, aber jetzt gerade, ich gucke da ja immer so rüber, liegt sie einfach quer im ganzen Bett. Keine Chance da noch mit hinzukommen, aber wenn es ihr gut geht, dann ist das so. Witzig ist auch immer, wenn wir dann hier irgendwie mit mehreren sind und ja, drüben im Wohnzimmer sitzen, ja, ist der Hund erst so eine halbe Stunde, Stunde da, vielleicht auch 2, 3 Stunden, aber irgendwann wird sie halt irgendwie zu langweilig und ja, dann geht sie auf das Bett. Ja, verkrümelt sich, geht ins Bett, schläft eine Runde. Deswegen denke ich schon, dass sie sich jetzt hier auch wohlfühlt in der neuen Wohnung. Und ja, das ist auf jeden Fall ihr Lieblingsort. Und sonst, wenn ich unterm Schreibtisch sitze, wenn ich am Schreibtisch sitze, geht sie auch schon mal ganz gern unter den Schreibtisch. Aber meistens auch nicht lange. Also so nach einer halben, dreiviertel Stunde würde das dann auch zu doof. Und sie merkt, oh scheiße, die steht ja doch noch nicht auf und geht mit mir ins Bett. Dann geht's halt alleine. So, da ist sie echt auch unkompliziert. Sie geht dann halt einfach ins Bett und wartet darauf, dass ich nachkomme. Ja, was mich sehr gewundert hat, ist ihr Lieblingsessen. Also klar, sie mag Wurst und Leckerchen und Katzenfutter, aber sie liebt Möhrchen. Wirklich. Also ich habe manchmal zum Arbeiten so eine kleine Tupperdose mit Möhrchen dabei. Und wenn ich die nicht schaffe, dann ist sie natürlich abends immer noch voll. Und dann mache ich sie, also dann habe ich am Anfang, habe ich sie einfach aufgemacht, habe selber Möhrchen gegessen und dieser Hund war mega am Betteln. Und ich so, hä, ja, probier doch, wenn du möchtest, weil ich habe noch nie davor einen Hund Möhrchen essen sehen. Und ich glaube, das war das Highlight für sie, dass sie von mir ein Möhrchen gekriegt hat. Sie war so super froh und hat total gierig diese Möhre gefressen. Ja, und seitdem teilen wir uns die Möhrchen immer, wenn die abends noch nicht leer sind. Dann kriegt sie ein Stück oder eine Hälfte, ich eine Hälfte. Ja, und soll ja gesund sein. Und gut für die Augen sein. Deswegen darf sie auch meine Möhrchen haben. Lustig ist immer, wenn am Stall jemand so eine Packung Möhrchen dabei hat, kennt man ja, ja, das hat halt auch ein Hund an den Hacken kleben. Und die kann echt süß betteln. Also die fängt halt nicht an zu jaulen oder an zu stupsen oder so. Aber sie guckt dann echt an so, bitte, bitte, bitte. Und dabei wedelt der Schwanz immer den Boden. So total schnell und es ist, ach, ich find's einfach süß. Aber ich finde alles, was dieser Hund tut, total süß. Ja, aber betteln kann sie wirklich sehr süß. Da muss man schon echt standhaft bleiben können, um diesem Blick zu widerstehen. Ja. Ja, dann wollte ich eigentlich Foxy nochmal in 3 Worten beschreiben. Wie man das ja so aus Steckbriefen kennt, beschreibe dich in 3 Worten oder beschreibe dein besten Freund in 3 Worten. Dabei ist mir aufgefallen, das klappt in 3 Worten nicht. Keine Chance, ich kann es in 5 versuchen. Und das wäre einmal anhänglich, treu, liebenswürdig,
Herzenshund, ängstlich, ich könnte weitermachen. Süß, lieb, putzig, ein bisschen verrückt, ein bisschen anders als andere Hunde, unkompliziert. Da war gerade mein Speicher voll. Ja, wo war ich? Bei der Beschreibung von Foxy in drei Worten, die unmöglich ist. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht mehr alles, was ich gesagt habe, aber ich glaube, es war so ziemlich alles. Ja, es ist unglaublich schwer, so ein Lebewesen, mit dem man so viel Zeit verbringt, echt in drei Worten zu beschreiben. Einfach, weil sie auch so toll ist. Also, ich könnte einfach sagen, sie ist toll. Toll, unkompliziert. Super. Der beste Hund der Welt vielleicht. Das wäre auch noch dazu zu sagen. Ja. Sie ist auch eindeutig der beste Hund der Welt. Auf jeden Fall. Nicht nur für mich, bestimmt für alle Menschen. Für alle Menschen ist Foxy der beste Hund der Welt. Also, sie guckt schon, weil ich so auf ihren Namen sage. ja, aber ich glaube, man kann eben so ein Tierchen nicht in drei Worten beschreiben. Geht nicht. Zu guter Letzt habe ich mir noch überlegt, dass es ja vielleicht auch relativ spannend oder lustig sein könnte, euch zu erzählen, wie sich Foxy und Rubinio verstehen. Weil es gibt ja Pferde, die mögen überhaupt gar keine Hunde. Und es gibt ja Pferde, die lieben Hunde. Und Rubinio gehört zum Glück zur zweiten Kategorie. Er liebt generell Hunde und war auch sofort Foxy gegenüber sehr aufgeschlossen und wollte gucken, wer das ist und was sie macht. Und ach, schnüffeln hier und Nase da und so. Und sie kannte vorher überhaupt gar keine Pferde. Also ich hatte extra gefragt, ob sie das kennt. Kannte sie nicht, habe ich mir gedacht, naja gut, kannst ja üben. Da gab es gar nichts zum Üben. Also sie war auch so natürlich vorsichtig, ein bisschen reserviert, hat aber auch direkt geschnüffelt und geguckt. Und die haben sich einfach wirklich kennengelernt. Und sie haben sich beide angeschaut und beschnüffelt. Und Rubinio hat sie auch einmal abgeschlabbert und sie hat ihm auch die Nase abgeschlabbert. Und ich glaube, damit war es halt besiegelt. Das ist immer total lustig zu sehen, wenn im Stall zwei Nachbarn ums Essen quietschen, sag ich mal, oder bollern, hat Foxy halt Angst, weil es natürlich laut ist und sie weiß nicht genau, wie sie das einordnen soll. Dann versteckt sie sich hinter Rubinio. Ja. So sehr vertraut sie ihm, oder doch, ich würde sagen, das hat schon was mit Vertrauen zu tun. So sehr vertraut sie ihm, dass sie auf jeden Fall bei ihm Schutz sucht, wenn es für sie brenzlig wird. Und das finde ich schon total süß, ehrlich, auch nach so kurzer Zeit. Die kennen sich ja nun mal auch erst 7,5 Monate und die sind so süß zusammen. Sie setzt sich auch total gerne so vor ihn und dann schnubbelt er ihr den Rücken und schlabbert so ein bisschen. Sie schlabbert seine Schnauze ab und das ist echt total niedlich. Was sie noch so ein bisschen lernen sollte, ist, dass sie nicht bei allen Pferden zwischen den Beinen herläuft. Ist aber auch schon viel besser geworden. Bei Rubinio tut sie es immer noch, aber den stört es halt nicht. Ja. Also da habe ich mit Rubinio auch einfach voll den Glückstreffer, weil es hätte natürlich auch anders sein können. Und ich glaube, wenn die beiden sich nicht so gut verstehen würden, wäre es auch nochmal schwieriger, weil Foxy natürlich ab und zu wirklich auch nahe kommt. Also wenn ich jetzt gerade am Pferd bin und, keine Ahnung, Hufe auskratze, Gamaschen dran mache oder auch nur putze und es bollert irgendwo, dann kommt die halt wirklich angeschossen, versteckt sich hinter mir und Rubinio. Ja, und da könnte sich natürlich noch ein anderes Pferdchen schnell mal erschrecken oder so. Aber wie gesagt, mit Rubinio habe ich da wirklich sehr viel Glück gehabt. Und die beiden mögen sich total, das merkt man auch. Also, ja, letztens stand ich da mit beiden und demjenigen, also da kam dann ein Mensch vorbei, der uns nicht so gut kennt, aber der sagte ach, gleich so, ach du hast ja einen süßen Hund und ein tolles Pferd. Also der hat direkt gemerkt, dass die beiden eben auch zu mir gehören und wir sozusagen halt so ein Dreierteam sind. Ja. Das finde ich echt ganz schön, dass das so läuft. Ja, sonst wäre es wirklich schwierig geworden, weil dann eben auch dieser... Also generell wäre es schwierig geworden, wenn Foxy das im Stall nicht so gut gemacht hätte oder machen würde, weil dann einfach dieser Aspekt wegfällt, dass ich sie mit zum Stall nehmen kann nach der Arbeit. Da hat sie immer Bewegung, da sind auch öfters mal andere Hunde, mit denen sie nicht spielen kann in der Halle oder im Sommer halt draußen. Wir können direkt vom Hof aus über die Felder ziehen. Sie kann mit Ausreiten kommen. Auf jeden Fall bewegt sie sich halt genug. Sie kann frei laufen, was bei uns im Wald nicht so gut möglich ist. Und ja, wenn sie das im Stall nicht so gut mitgemacht hätte, dann würden ihr halt irgendwie echt nur so diese Hunderunden im Wald bleiben. Noch die Hunderunden mit meinem besten Freund zusammen und seiner Hündin.
Aber viel mehr Abwechslung wäre dann da halt nicht. Und so sieht sie jeden Tag irgendwie Millionen Menschen und Pferde und lässt sie kraulen und sammelt Möhrchen. Und ich glaube, das gefällt ihr schon ganz gut. Sie möchte auch auf jeden Fall immer mit, wenn wir fahren oder wenn ich fahre. Das macht sich dann schon so bemerkbar, dass ich mich umziehe. Und da guckt sie schon. Also ich liege ja dann meistens im Bett, wenn ich mich umziehe. Und dann geht der Kopf so hoch und sagt, ja, was macht sie jetzt? Nochmal ablegen, weil Besitzerin ist noch nicht so weit. So, und wenn ich dann aber die Jacke anziehe, boah, dann wird sie fix. Ja, dann wird aufgesprungen und dann wird sie rumgehüpft. Also ich weiß nicht, was mit diesem Hund los ist, aber die hüpft halt ganz viel, wenn die sich freut. Und das kann sie besonders gut, wenn wir zum Stall fahren. Sie reagiert auch auf Stall. Das ist genauso so ein Signalwort wie Gassi gehen. Und jetzt gerade guckt sie auch schon wieder. Ja, nee, die freut sich immer und möchte auch total gerne aussteigen. Und ja, das ist für mich so ein Zeichen, dass sie das auch gerne macht. Ja, ich glaube, ich habe schon wieder genug gelabert. Ich laber momentan so gerne mit euch, weil mir das einfach voll Spaß macht, so vor der Kamera zu sitzen und so ein bisschen zu labern. Ja, mal schauen, vielleicht finde ich ja öfters mal Gelegenheit, mit euch zu labern. Ich werde mir was überlegen. Ansonsten habe ich eine Bitte an euch. Und zwar möchte ich natürlich wieder Videos machen. Voll schön und so. Ich hatte jetzt in meinem letzten Video schon gefragt, oder im letzten Video schon gefragt, ob ihr nochmal Lust auf so ein Schabracken-Video hättet. Da würde ich mir auf jeden Fall was zu überlegen. Beziehungsweise da habe ich mir schon was zu überlegt, muss es aber nur noch drehen. Aber mich würde auch interessieren, was euch sonst für Videos interessieren würde. Mich würde interessieren, was euch für Videos... Ja, war richtig, klang nur komisch. ja, schreibt mir einfach mal was in die Kommentare unten. Was ihr sehen wollt. Vielleicht ein neues Video von How to... Ich weiß nicht. Ich habe mal How to Bandagieren mit XXL-Bandagen gemacht. Aber vielleicht Satteln, Trensen... Irgendwas tanzen sollte ich sein lassen. ja, oder vielleicht was Lustiges. Ich bin ja so ein Freund von Tags. Also ich liebe ja Tags. Aber das wollte ich heute nicht machen, weil vielleicht mögt ihr das nicht. Nein, ich hatte auch Lust auf ein Video über Foxy, deswegen habe ich das jetzt gemacht. Aber ich hätte auch Lust auf einen Tag. Mal schauen, ob ich da was finde. Ja, ansonsten schreibt mir einfach mal eure Ideen unten in die Kommentare. Ich hoffe, dass ich auch mal wieder dazu komme, das Reiten zu filmen. Vielleicht, wenn es wärmer ist, kommt dann eher jemand mit, der Lust hat, sich da in die Kälte zu stellen. Wobei, wenn es wärmer ist, stellt er sich ja nicht mehr in die Kälte. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich finde einfach momentan keinen, der sich da hinstellt und das filmt, weil das einfach mit Rovinia natürlich auch so lange dauert, weil ich eben diese halbe Stunde Schritt reiten muss. So, und in der halben Stunde Schritt sind ja die meisten schon am Boden festgefroren. Um die Kamera zu halten, wird schwierig. Also kann ich auch total verstehen, hätte ich wahrscheinlich auch keine Lust zu. Ja, aber da muss ich halt einfach ein bisschen warten, bis es wieder wärmer ist. Dann gibt es Reitvideos, auf jeden Fall. Alte Reitvideos habe ich euch sogar alle schon gezeigt, da gibt es nichts Neues. Ja, und wenn euch sonst irgendein Thema interessiert, über das ich mal reden soll, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Darf auch irgendwas sein, was nicht unbedingt mit Pferden zu tun hat. Da bin ich ganz offen. Und ja, ich sag erstmal bis zum nächsten Mal. Und